Briefe, ne, da waren keine neuen. Also wir können ja auch nichts machen, ne? Mal mit Watson reden. Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Jemand sollte mit Toby Gasse gehen. Wollen wir den Hund mal mitnehmen? Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Okay, wir können ihn nicht nehmen. Guck mal, mal sehen, wo er hinschaut. Boah, sag ich doch. Die dicke, die hässliche. Boah. Jetzt sind wir wieder geschockt für den ganzen Tag. Kein Wunder, wenn wir in dem Fall nicht weiterkommen. Ist schon... Wir haben... Warte mal. Kolonialhaus ist abgeschlossen, ja. Botanischen Gärten von... Geheimnis auf. Holmes Ermittlungen decken jedoch ein weitaus düsteres Geheimnis auf. Nee, ist klar. Finden Sie die Pflanzen, die nach der letzten Aufstellung in Kugans gestohlen wurden. Untersuchen Sie den Ort, an dem Montague June gestorben ist. Haben wir da echt etwas verpasst? Das im Archiv, ja. Ihr habt es gesehen, wir haben alles durchgeguckt. Was eigentlich gar nicht so meine Art ist, alles durchzuklicken. Das sind die Gesprächsfetzen. Mit Albert Tune. Selten und wertvolle Pflanzen, aber bla, welche Tragödie. Ja, es könnten wir uns draußen. Der ist im großen Gewächshaus. Baker Street. Ja. Ja, bleibt da nichts anderes übrig, als wieder dahin zu reisen. Was anderes haben wir ja nicht. Also, Scotland Yard ist da noch nicht da. Herleitung öffnen. Haben wir da irgendwas übersehen? Holper die Polter. So, jetzt kommen wir wieder an. Da kommen wir nicht rein. Ja, da müssen wir rein theoretisch wieder zurück. Wie gesagt, er redet ja nicht mit uns. Er sagt bloß, wir sollen auf die Blumen aufpassen. Auf die Blumen. Ist ein schöner Hinweis, dass er uns darauf hinweist, dass wir auf die Blumen aufpassen sollen. Er quatscht auch nicht mehr mit uns. Nö. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ich muss den Raum hier aufräumen. Ja, dann mach doch mal was. Du guckst bloß und guckst bloß. Das ist eine Arbeitsmoral hier. Ehrlich mal. Ich schaue mich jetzt mal hier so um. So. Aber ebenfalls mit dem Belüftungssystem hat das auch zu tun. So, da ist man noch da hinten, was da ist. Mit dem, ja, ihr wisst schon. Aber wir haben hier doch schon alles abgesucht. Also ich bin jetzt irgendwie ein bisschen leicht ratlos, wie es hier weitergeht. So. Da ist auch nochmal Belüftungssystem, seht ihr das? Und da haben wir das Licht, können wir nichts weitermachen. So, da kommt er durch. Da muss er ja von hier irgendetwas auf den Kopf geschlagen gekriegt haben. Ist hier oben, haben wir hier oben irgendwas vergessen? Nö. Dr. Watson, du läufst schon wieder mächtig durch die Gegend. Guck mal, hier liegt ein Schlauch. Man hat ja auch nichts zu sagen, ne, der Schlauch. Haben wir hier irgendwas noch übersehen?
herein und stürzt. Auf den Beckenrand stürzen. Da haben wir eine falsche Herleitung. Aber warum bricht er die Tür auf? Das ist ja die Frage, ne? LB? Warte mal, mit LB? RB. Ach, wenn wir nach da gucken, dann können wir es aktivieren irgendwie. Ich habe da noch keinen Plan, was das hier bedeutet. So, dann steht er da, aber dann muss er doch, kriegt er bestimmt einen über den Schädel gezogen. Aber hier ist doch nichts weiter. Lüftungsschacht hier. Komisch. Ja, verpiss dich hier so. Dünne schwarze Spuren. Können wir nichts? Ach doch, können wir das noch mal aktivieren? Das waren die großen, fetten. Mhm. Warte mal. So. Das können wir nicht nehmen, okay. So, da hätten wir ja die großen schwarzen Spuren. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. Die Mühe beim Gehen hatten, ja. Dünne. The traces are thinner in some places. Ansonsten ist hier nichts weiter. Das waren ja immer noch das gleiche. These boot marks are fresh. Scherben, die hatten wir auch schon untersucht. Da hatten wir ja die Scherbe her, die uns nichts weiter bringt. It fell down here. Da hatten wir die Scherbe her. Aber ich denke mal, er hat da, der andere hat ihn da einen über den Schädel gezogen. Da, er bricht die Tür auf. Und dann sagt er ja immer, das ist, kann nicht so sein. No, it wasn't like that. Das ist auf Beckenrand, ne? Das könnten wir auch jetzt aktivieren. Also das ist auch in grün. Warum ist der jetzt auf 1? Sequenz zurücksetzen. Welche Taste ist denn das? Die? Ach, die Reihenfolge will er ja wissen, ne, oder? Aktivieren. So, und dann? 2. 1 und 2. Okay. Ne? Also hier bricht auf. Aber da fehlt uns ein Zwischenstück. Das können wir ist D und D. Sequenz ansehen. Mal sehen. Jetzt ist es schon anders, siehst du, oder? Und? No, it wasn't like that.
da. Die Reihenfolge. Da fehlt eine Reihenfolge, fehlt dazwischen. Weil hier, das können wir aktivieren und das wäre dann die Sequenz 2. Aber hier zwischen fehlt nur eine Sequenz. Da kriegt er irgendwo einen auf den Kopf. Guck mal, so. Er bricht die Tür auf, weil er irgendwo hin will. So, dann geht er nach da. Den kriegt er ein. Ich denke mal, der kriegt er einen über den Schädel gezogen. No, it wasn't like that. Hier muss noch irgendeiner gestanden haben. Bestimmt da. Aber, wir wissen nicht, was direkt, ne? Also. Da ist ein Blumentopf. Haben wir den vorhin gesehen? Zerbrochener Topf. Fehlt uns der? Oder haben wir den vorhin noch gar nicht gesehen? This pot was broken fairly recently. Aha. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it. Ich glaube, dass den Todesort von Montevideo oder so abgeschlossen. Ah, der Topf hat gefehlt. Haben wir den vorhin übersehen? Da, guck. Tür aufbrechen, 1. Topf umschmeißen. Und, machen wir weiter. Auf Beckenrand stürzen, alles klar. Sind doch jetzt 3 Sequenzen, ne? Genau. Sequenz ansehen. Er kommt hier, bricht die Tür auf. Kriegt sein Herzinfarkt, reißt den Topf um und stürzt da drauf und ist tot. Jetzt haben sie. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the colonial collection room. He was in a panic or the door was locked. Was it an accident or a murder then, I wonder? Unfall oder Mord? Junes Todrekonstruktion abgeschlossen. Puh, ja, das war ja eine schwere Geburt. Aber den Topf hat er denn, der hat er doch vorhin gar nicht angezeigt gehabt, ne? Oder habe ich das übersehen? Wer weiß. Alles klar, wir haben jetzt hier wieder die Herleitungen. Wir haben einmal, June war eingesperrt. Leergeräumtes Kolonialhaus, tötet die Pflanze gestohlen. Er war eingesperrt, er stieß gewaltsam. Montague June war im Kolonialhaus eingesperrt, er stieß gewaltsam die Tür auf und starb kurz darauf im Seerosenhaus. Stimmt. Und er war im leergeräumten Kolonialhaus, denke ich mal. Ne? Jemand hat lediglich einen Teil des Kolonialhauses geräumt und gereinigt. Jupp. Genau. Was haben wir denn jetzt hier? Schauen wir mal. Autopsie durchführen. Führen Sie eine Autopsie an Montague Junes Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum stieß er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Autopsie durchführen müssen wir jetzt. X wie Autopsie. Was passiert jetzt? Jetzt können wir nach Scotland Yard. Ah, der neue Ort ist hier, deswegen das Ausrufezeichen da oben. Und? Ah, nee, hier. Symbol. Das ist immer noch im Archiv. Die Tür ist neu gewesen jetzt. Die Rekonstruktion von Montague Junes Tod zeigt uns einen beunruhigenden Punkt. Er war es, der die Tür des Kolonialhauses beschädigt hat. Entweder weil er in Panik war, oder aber weil die Tür abgeschlossen war. Im letzten Fall könnte er sich bei seinem Tod um einen vorsätzlichen Mord handeln. Ja. Was ist hier? Achso, das ist abgeschlossen. Führen Sie eine Autopsie durch. Und die Autopsie, die geht ja nur in Scotland Yard, ne? Genau. Dann reisen wir mal nach Scotland Yard und schauen mal, was wir da mit der Autopsie herausfinden. Aber ehrlich mal, den Blumentopf haben wir doch nicht so
haben wir doch nicht so übersehen können, oder? I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Okay, dann ist sie wohl bereit. Watson. Die brauchen wir gar nicht anquatschen. Wo ist unser Polizist da hinten? Der sagt immer, Mr. Holmes. Mr. Holmes. Mr. Holmes. Sag doch, Mr. Holmes. So, hier waren die Beweise. Und zur Autopsie, wenn ich mich recht entsinne, ging es hier runter. Ne? Da. Den Leicheraum betreten. Ei.